Bei mir geht es aber um die Frage, ist Sarah Wagenknecht Politikerin? Und in unserem System wird die Machtfrage bekanntlich in Wahlen entschieden. Alles endet am Ende irgendwie mit einem Kompromiss. Herr Maaßen hat das in der Praxis öfter sicherlich erlebt. Und die Ampel liefert dafür jeden Tag den passenden Anschauungsunterricht, nämlich wie das auch nicht funktionieren kann. Was passiert aber, wenn Parteien in unserem System nicht mitspielen dürfen, wie die AfD, mit der wir ja niemand was zu tun haben, oder nicht mitspielen wollen, wie früher die Linke im Bund? Da kam es ja im Gegensatz zu den Bundesländern irgendwie zu einer rot-grünen Koalition. Diese Politiker sitzen dann wie die Zuschauer beim Fußball auf der Tribüne und kommentieren das Spiel. Und eine der intelligentesten Kommentatoren ist sicherlich gerade Sarah Wagenknecht, die sehen wir gerade in dem Film. Sie spricht unerschrocken aus, was viele Wähler an der Bundesregierung und an der Union stört. Nur ist Sarah Wagenknecht bekanntlich keine Zuschauerin, sondern sie sitzt im Deutschen Bundestag, wo sie dafür bezahlt wird, mitzuspielen. Und das ist jetzt die entscheidende Frage nach ihrem neuen Bündnis Sarah Wagenknecht. Sie ist ja die erste Deutsche, die tatsächlich eine Partei mit ihrem eigenen Namen gründet. Will sie in Zukunft auch als Spielerin auf dem Platz? Nur wer soll sonst noch in dieser Mannschaft stehen? Von den Grünen ist sie ideologisch Lichtjahre entfernt, von der AfD auch. Die FDP ist ihr zu neoliberal, die Sozialdemokraten sind zu schwach. Und deswegen meine These, es bleiben nur die Unionsparteien, so grotesk sich das heute auch anhört. Ansonsten wird nämlich Sarah Wagenknecht Partei im Abseits bleiben und deren Gründerin das sein, was sie bisher immer war. Sie wusste immer alles besser, musste es aber nie besser machen. An diesem Tisch sitzt einer, der hat gerade ein Buch veröffentlicht über Sarah Wagenknecht mit dem Titel Die Kommunistin. Ja. Herr May, wie sehen Sie es? Ja, also erstmal würde ich Herrn Nüberding zustimmen. Es ist wirklich eine interessante Figur. Sie hat eine Partei gegründet. Wichtig ist vielleicht noch im Hintergrund zu sehen, dass das deutsche Parteiensystem eben nicht mehr funktioniert. Das hängt damit zusammen, dass sich CDU bis hin zur SPD-Grüne alle in der vermeintlichen Mitte aufhalten, sich auf die Füße treten, aber immer weniger die Problemlösung der Probleme, die wir haben, in Angriff nehmen. Und da gibt es natürlich jetzt eine Sarah Wagenknecht, die das von ihrer Seite versucht. Ich denke auch, dass Herr Maaßen und die Werteunion das von einer anderen Seite versuchen. Die AfD versucht es auch. Es ist doch das Problem, dass wir eine zunehmend größere Zahl von Wählern haben, die sich nicht mehr repräsentiert fühlen. Und genau das ist der Punkt, wo diese neuen Parteien notwendig werden. Und das ist genau der Punkt, wo Sarah Wagenknecht reüssiert. Und fühlen die sich nicht von Parteien einfach nicht repräsentiert, diese Wähler? Weil das, man könnte ja auch sagen, was Frau Wagenknecht macht, ist ähnlich wie Macron es in Frankreich gemacht hat, könnte ja auch Parallelen sehen zu Sebastian Kurz, einfach eine menschliche Marke aufbauen, weil Menschen vertrauen Menschen. Bei Sarah Wagenknecht, die kann ich mir anschauen und sagen, okay, hätte gern, dass die mich regiert, beziehungsweise mehr in diesem Land zu sagen hat und dass die Leute ein bisschen verdrossen sind von Parteien. Ist das vielleicht der modernere Weg? Ich glaube das gar nicht mal so offen gestanden, weil auf der einen Seite natürlich Menschen wählen Menschen und Menschen sind interessiert an Persönlichkeiten. Und Sarah Wagenknecht ist eine Persönlichkeit und im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen im Bundestag kein laufender Sprechzettel. Das ist ganz klar. Aber Menschen brauchen auch Inhalte. Sie müssen auch für etwas stehen. Sie müssen auch eine Stimmung aufnehmen und sie müssen diese Stimmung dann auch letztendlich in Politik umwandeln können. Und was macht denn Sarah Wagenknecht? Sie macht etwas sehr Interessantes. Sie spricht nämlich die Probleme an. Und das macht sie ohne, und das kann sie im Übrigen, das kann sie auch machen, weil sie ein Stück weit geschützt ist, denn sie kommt ja von links. Also manche Sachen, die Frau Wagenknecht sagt, würde, wenn Herr Maaßen ihr sagt oder anders jemand es sagt, würde er ganz anders unter Beschuss stehen. Das ist auch ganz klar. Also das ist so ein bisschen unsere Doppelmoral. Nur, Frau Wagenknecht stellt sich hin und sagt, das Verbrenner aus ist Unfug. Die Frau hat recht damit. Aber es sagt keine andere Partei. Das heißt, wir werden jetzt erleben, dass immer mehr Statements zur aktuellen Politik von ihr kommen und immer mehr Leute werden sagen, das ist ja richtig, das stimmt ja. Warum hören wir das nicht woanders? Also hier kommt schon auch ein inhaltlicher Punkt mit der Person zusammen. Deswegen darf man das nicht trennen. Das kann ist das Erfolgsrezept. Also Probleme aufzeigen kann sie? Kann sie ihre Meinung auch regieren? Könnte sie regieren? Das weiß ich nicht. Also Herr Maaßen hat geschildert, was aus Herrn Haldenwang geworden ist. Er hat bestimmte Dinge nicht bei ihm gesehen, die jetzt alle sehen. Wir wissen nicht, was in Menschen steckt, wenn sie dann in Verantwortung kommen. Das kann man nicht sagen. Die Frage ist aber dahinter, wie sind ihre Problemlösungen? Also was sie gut kann, ist
die Analyse von Problemen, die Frage, was sind die Problemlösungen? Und die Problemlösungen sind im Grunde letztendlich linke Sozialdemokratie der 80er Jahre. Mit ein bisschen Walter Ulbricht dazu. Frau Kirsch, wie finden Sie Sarah Wagenknecht und wie sie sich selbst vermarktet, selbst eine Partei gründet? Ich kann ihr nicht trauen. Sie hat einen doppelten Migrationshintergrund und sie kommt sehr aggressiv rüber. Das kam jetzt überraschend. Nein. Ich glaube, dass sie ich finde sie auch sehr analytisch. Die Frage ist, wie kooperativ wird sie sein? Weil sie wird kooperieren müssen. Und ich weiß nicht, ob das mit ihr klappt. Das ist natürlich, sie hat ja fast mehr die Rolle einer, zum Beispiel ich, YouTube-Kommentatorin, was sie unglaublich gut macht. Aber sehr erfolgreich auch. Sehr erfolgreich auch. Aber es ist natürlich sehr leicht, Sachen zu kommentieren, aber wirklich in den Diskurs zu gehen auch mit Mitregierenden, weiß ich nicht, wie sie das umsetzen wird. Ich glaube, die Frage fängt schon ein bisschen früher an. Ob sie in der Lage sein wird, in dieser neuen Partei, die sich jetzt sehr schnell gründet, und jetzt werden die Landesverbände gegründet, also Thüringen und Sachsen sind schon Landesverbände gegründet, in Brandenburg entsteht er gerade. Wird sie denn in der Lage sein, mit ihren engsten Mitstreitern eine Diskussionskultur in ihrer Partei zu etablieren, Diskussionsprozesse auch zu etablieren, was gar nicht so einfach ist, wenn ganz viele Leute zusammenkommen mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen? Herr Maaßen, Sie haben auch eine neue Partei gegründet, die Werteunion. War für Sie das Konzept von Frau Wagenknecht, dass Sie vielleicht rausgehen und sagen, die Liste Hans-Georg Maaßen auch eine Option? Nein, das war für mich keine Option gewesen, wobei es natürlich verführerisch ist, eine Partei mit eigenem Namen zu haben. Aber die Partei muss auch über die Person hinweg einen Grund haben zu existieren. Aber das Konzept von ihr geht ja ein Ticken besser auf, zumindest wenn man sich die Umfragewerte anschaut. Naja, bei ihr kommt ja mehres hinzu. Also das, was sie gemacht hat, ist eigentlich eine klassische Abspaltung von einer linken Partei, wie es in der Vergangenheit so etwas immer gegeben hat, die sie jetzt als Neugründung verkauft hatte. Sie wird von den Medien unglaublich gehypt, wo nach meiner Analyse der Hintergrund darin besteht, dass die Hoffnung besteht, bei Medien, Sarah Wagenknecht würde der AfD Stimmen wegnehmen. So, und dann ist die Frage, mit wem koaliert sie? Ja, und so wie Sarah Wagenknecht sich geäußert hat, jedenfalls so wie ich es verstanden habe, ist das auch eine Frau, die auf der anderen Seite der Brandmauer steht, nämlich auf der Brandmauerseite der Blockpartei. Ja, es gibt schon einen kleinen Zungenschlag, den sollte man nicht unerwähnt lassen. In einem Interview hat Frau Wagenknecht deutlich geäußert, sie würde niemals mit Herrn Höcke koalieren, der sei für sie rechtsextrem. Die gleiche Äußerung nachgefragt hat sie nicht über Frau Weidel getätigt. Also insofern, viele Dinge sind möglich, viele Dinge sind denkbar. Das heißt noch lange nicht, dass irgendetwas wahrscheinlich ist. Das ist jetzt Ihre Interpretation. Ja. Meine Interpretation ist, dass Wagenknecht, ich meine, eine klassische linke Partei, die jetzt als Lösungsinstrumente die Werkzeuge aus dem rostigen kommunistischen Werkzeugkasten, Kollektivismus und Sozialismus, soll, aus meiner Sicht, soll sie die Stimmen aus dem Protestwählermilieu und von der AfD an sich binden und dann die Frage, mit wem koaliert sie. Und da gehe ich davon aus, sie wird nicht mit der AfD koalieren, sondern sie wird mit der CDU, mit der SPD und natürlich auch mit einer Ramelow-Linken koalieren. Und das bedeutet, es wird sich letztendlich nichts ändern. Nee, die Politikwende wird nicht kommen. Also ich glaube zum Beispiel, dass die einzige Chance, die wohl auch wirklich, glaube ich, Sarah Wagenknecht eine größere Chance hat als Sie mit Ihrer Werteunion, ist, dass Sie eigentlich jenseits dieses klassischen Lagersystems, was wir noch aus von früher kennen, also Schwarz-Gelb, Rot-Grün und so etwas, das spielt ja, ist ja schon längst am Zerbröseln. Aber ich glaube, die Sarah Wagenknecht hat durchaus das Potenzial, diese Lagergrenzen zu überwinden. Ich glaube auch diese Kalkulation, sie könnte jetzt vielen AfD-Wählern, der AfD-Wähler abspenstig machen, wird nicht funktionieren. Ich glaube, die größte Attraktivität hat Sarah Wagenknecht in allen anderen Parteien. Und bei vielen Nichtwählern, die einfach die AfD nicht wählen wollen und die sagen, also mit Höcke will ich nichts zu tun haben, aber die ansonsten einige Positionen teilen, die für sie wichtig sind. Und das Kuriose an der Wagenknecht ist ja, dass sie zum Beispiel eher eine linke Sozialpolitik mit einer harten Kritik an diesem Wokismus oder mit einer klassischen linken Friedenspolitik, aber eben auch eher mit konservativen Tönen, was die Migration oder was Atomenergie und ähnliche Dinge angeht, bestreiten kann. Und daran wird sich, glaube ich, der Erfolg von der Sarah Wagenknecht beschreiben. Und die entscheidende Frage ist natürlich, wird sie in so einem gärenden Haufen, so hat, glaube ich, mal Gauland ja auch seine AfD genannt, wird sie gewisse schmerzhafte Kompromisse durchsetzen können?
Wird sie überhaupt in der Lage sein, schmerzhafte Kompromisse zu ertragen? Die Diskussion ging natürlich noch weiter. Die ganze Folge stimmt, der Nachrichtentalk. Die bekommt ihr hier, einfach draufklicken. Und solltet ihr es noch nicht getan haben, unbedingt unseren Kanal abonnieren. Nämlich hier, dort gibt es über 100 weitere Episoden.